So, und da sind wir wieder. Auf. Nee, ich mittel ein. Brauchen wir gar nicht. Wollen Sie weiter? Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mache ich das. Verbote sie. Wie läuft denn her? Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edricks Gedärmen nistet und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskerzenblättern für den Bau. Seine Pusteln bedeckt ihr mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Wie kann man denn nur Vogelbeeren futtern, Alter? Nee. Ich glaube, ich hab die Kratzen. Wie kann man denn nur... Mal sehen, was das für einer ist, Dave. Wie kann man denn nur Vogelbeeren futtern? Meine alte Wurzel. Ich kenn sich aus mit Kräutern. Den anderen mit. Wird ein Bandwurm oder irgendwas haben, ja. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie's mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte, etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden.
Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Hier entlang, glaube ich. Noch ein Hinweis. Gut. Ich hab doch jetzt, warte mal. So neue Absurde bekommen? Und wir haben das Bestienöl. Oh. Damit. Her damit. 25% Angriffskraft. Gut. Bist du? Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Rufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Na schön. Mal die Glocke versuchen. Na los, ich wirklich diese zum Glocke läuten, damit ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Zur Hölle bist du hin? Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Ja, stimmt, das hat ja jetzt 40 Ladungen, nicht mehr 20, gell? Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Ah.
Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Prinzessin, lauf den beiden noch nicht davon. Entschuldigung. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf half dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Gut, bin gleich zurück. Das? Das Kind lebt, obwohl es tot ist. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf! Fang den Fehlgeborenen! Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen! Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht.
Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh, dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Mhm. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Ah. Hat der noch Schemata? Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Da will ganz schön Geld haben. Alter, 143. Große. Und er hat auch noch große. Alter. Rezept. Rezept. Credo. Äther. Weiße Möwe. Nehmen wir mal mit. Zwergenschnaps. Können wir auch immer gebrauchen. Nordwind. Gut, dann nehmen wir die beiden auch noch mit. Hat eigentlich gutes Zeug da. Ja. Auf jeden Fall, aber der hatte auch große Krüge. Da haben wir. Igniglüfer. 5%. Und. Da habe ich mich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Oh. Ja, dann müssen wir halt wieder wegverkaufen. Bis dann. Aber wir haben die großen Glyphen für... Jetzt ins Handwerk reingucken. Das sind aber dann die für Rüstung, oder? Brennzeichen plus 10%. Ja, das sind aber im Endeffekt die, die wir haben möchten. Ja.
Weil ich habe nämlich so in der Planung, beim Charakter, können einstecken. Schwere Angriffe machen wir sowieso nicht. Aber ich habe hier Rüstungsschmelze. Habe ich vor, ja, das bis auf Stufe 5 zu kriegen. Und explodierender Schild. Und da bringt es mir halt Vorteile, wenn ich in die Rüstung dann halt Igni und Quent-Zeichen einbaue. Ich das kombinieren kann. Dass diese Zeichen, also diese Rüstungsschmelzer und ja, weil Rüstungsschmelze Schaden durch Igni, genau. Der Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungs. Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungsberg dauerhaft. Ja, und maximale Zeichen sind die Sensität ist auf maximal 15%. Das ist aber nur bei der ersten Stufe. Wenn man dann jetzt das hochrechnet, geht das ja dann rechnerisch 15, 30, 45, 60 bis auf 75%. Ja, und dann hat der Gegner, den ich vor mir habe, 75% weniger Rüstungswert. Genauso wie hier explodierender Schild. Und irgendwo hatte ich das auch gesehen, dass es. Also irgendeinen Perk. Ja, war halt wirklich so. Weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt bei Blood and Wine war oder bei den Runen oder sonst irgendwas. Irgendwo gibt es einen Perk, dass wenn du in den Kampf reingehst, oder ob das hier war, der dann eben voll ausgebaut ist, dass wenn du in den Kampf gehst, oder wenn man in den Kampf reingeht, dass ich automatisch ein Quenchschild bekomme. Wenn das explodiert, auch automatisch Igni auslöst. So ein irgendeiner Feuerwall auf dem Boden. Vielleicht habe ich mir das auch wirklich nur eingebildet, aber ich kann es echt nicht mehr sagen. Entweder habe ich mir das wirklich nur so eingebildet, aber im Endeffekt wäre es geil, das Schild explodiert. Was braucht man dann für die Taten? Löschlikör, Alraunerlikör. Habe ich schon mal gesehen. Bergenschnaps geht auch. Leere Flasche. Akamasch. Nordwind haben wir jetzt auch. Was brauchen wir da? Piment. Aber wenn ihr die ganzen ab so und das alles. Wenn ich groß bin, werde ich ein Junge. Bin ich schon ein Junge? Ah ne, ist ein Mädchen. Die sind wie die von meiner Katze. Ein Blitzeinschlag? Da regnet es jetzt mal hier nicht, gell? Aber es brennt. Oh nee.